Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich wollte jetzt eigentlich ganz bequem, ganz entspannt dieses Video drehen, aber wir kennen mich ja, ich bin immer sehr spät dran. Ich gehe heute ins Kino, deswegen habe ich mich auch ein bisschen herausgeputzt. Ich bin sehr spät dran, ich hätte vor 10 Minuten schon losfahren müssen, bin ich aber nicht. Und dieses Video zu drehen dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe hier gerade so eine richtig geile Golden Hour. Oh, mein Arm tut so weh. Ich habe gestern Arme trainiert und war gestern bei Paulis. Hallo! Ach so, mein Handy ist im Spiegel. Wie geht es dir? Also mir geht es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich würde wirklich sagen 10 von 10. Ich kann mich gerade überhaupt über gar nichts eigentlich beschweren, außer dass ich gerade Hunger habe und dass ich Muskelkater am ganzen Körper habe. Aber sonst, ich habe mich schon lange nicht mehr so fit gefühlt, ich habe mich schon lange nicht mehr so gesund gefühlt, nicht so vital gefühlt, so glücklich gefühlt, so erfüllt gefühlt. Also ich kann wirklich, klar, so diese Daily-Standard-Dinge, über die man sich so Sorgen macht, wie, keine Ahnung, Existenzängste, bla 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 bla, das ist halt so ganz normal, das kann ich auch überhaupt gar nicht abstellen, das ist einfach da, das ist immer da, das kann ich nicht ändern, das werde ich wahrscheinlich niemals ändern können. Das ist halt normal, das ist so Standard, aber abgesehen davon, ja, und ich habe halt immer noch so ein paar Sachen im Kopf, die ich auf jeden Fall noch erledigen muss, wie zum Beispiel ein paar Sachen von meinem Portemonnaie immer noch neu beantragen. Ups. Aber echt abgesehen davon, so rein, so mein Happiness-Grad ist echt, ich bin sehr happy. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich ihr seid. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren und ich hoffe natürlich, dass ihr alle so glücklich seid. Fühlst du dich in diesem Moment in der Lage, wieder mit einem neuen Menschen etwas einzugehen? Jein. Also, jein. Jein, jein, jein. Theoretisch ja, aber nicht 100%. Also ich würde sagen, more. Ich würde sagen so zu 70-80%. Okay, zu der Frage kommen wir gleich. Übrigens, ich habe es mit meinen Lippen heute ein bisschen zu gut gemeint. Aber ist egal, oder? Ist egal. Sieht so aus, als ob ich gerade frisch vom Lippenaufspritzen gekommen wäre, aber ist egal. Ja, zu der Frage kommen wir gleich noch. Arbeitest du noch bei DM und bist du noch happy damit? Yes. Und eine andere Frage war noch, wie viele Stunden arbeitest du noch bei DM? Es kommen super, super, also sehr, 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 sehr viele Fragen rein, was DM angeht. Also ich arbeite 2 Stunden die Woche, also 2-mal in der Woche. Und ja, ich bin happy damit. Also ich kann mich nicht beklagen, habe gerade erst eine Abmahnung bekommen. War auch meine Schuld, also ist, was soll ich nicht sagen, ist passiert. Erste Abmahnung in 7 Jahren. Das ist eigentlich ein guter Schnitt, oder? Also kann man sich nicht beklagen. Hältst du auch schon nach einer neuen Wohnung? Nein. Also ich bin ja hier mit Kerstin und ich wüsste nicht, warum ich eine neue Wohnung mir suchen sollte. Also nein. Wie lange will Kerstin bei dir wohnen? Das haben wir tatsächlich nicht ausgemacht. Wir haben schon damit gerechnet, also was heißt nicht damit gerechnet, aber der Worst Case war, dass das Zusammenleben gar nicht klappt und sie dann wieder zu meinen Eltern zurückziehen muss. Der Best Case, so wie es auch aktuell läuft, ist, dass das Zusammenleben gut läuft und deswegen schauen wir. Oh, die Sonne geht gerade weg. Wir schauen einfach, solange wir uns gut verstehen, solange sich nichts Gravierendes ändert oder so, steht dem Zusammenleben eigentlich nichts im Weg und solange wird sie auch bei mir wohnen. Boah, ich hoffe, dieses Wackeln ist nicht so schlimm, aber meine Hand, die zittert extrem. Aber hier ist das Licht gerade so schön und deswegen wollte ich hier filmen. Ansonsten, bei Kerstin wird sich ab August noch was, ja, beruflich was ändern, weil sie dann ihr Anerkennungsjahr beginnt, wenn das so heißt, ja, ihr Anerkennungsjahr, verdammt. Sie wird ihr Anerkennungsjahr beginnen und da wird sie auch ein bisschen Geld, also mehr Geld verdienen. Und sollte sich bis dahin irgendwas Krasses irgendwie verändern und ich würde ausziehen wollen oder sonst was, dann könnte sie sich ab dem Zeitpunkt auch alleine was leisten. Das heißt, ich glaube, so oder so, komme was wolle, werden wir safe bis August zusammenleben, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ich meine, das sind auch ab jetzt nur noch 8 Monate. Also selbst wenn ich jetzt mal eine große Liebe treffe und mit der zusammenkomme und zusammenziehen würde, so würde ich das wahrscheinlich nicht machen, weil ich warten würde, bis Kerstin sich eine eigene Wohnung leisten könnte. So. Was sind deine Reiseziele für dieses Jahr? Ich habe tatsächlich gar keine direkten Reiseziele, außer im Dezember würde ich sehr, sehr gerne nach New York. Abgesehen davon sind es keine direkten Reiseziele. Ich würde nur dieses Jahr gerne etwas sehen, was ich noch gar nicht gesehen habe und irgendwas, was krass ist. Also jetzt nicht so in Europa, sondern außerhalb von Europa irgendwas, keine Ahnung, Mexiko oder Dubai oder irgendwas, was so ein bisschen krasser ist als das, was ich bisher gesehen habe. Weil ich sage die ganze Zeit so, die Reisen, die ich schon gemacht habe, waren schon krass, aber das war so erst das Warm-up. So, bald kommt so, also ich will richtig durchdrehen, ich will richtig durchstarten, ich will krasse Sachen sehen, ich will krasse Sachen erleben. Also ich habe echt in meiner Vision, in meinem Kopf, sich so richtig crazy, crazy Orte, wo auch nicht jeder war. Hast du jemand Neues an deiner Seite? Nein. Also ich bin nach wie vor Single, vergeben. Hast du einen Boyfriend? Würdest du deine zukünftige Beziehung wieder in die Öffentlichkeit bringen?
Das kommt, glaube ich, ganz auf die Person an. Wenn die Person sich damit identifizieren kann, wenn die Person damit kein Problem hat, wenn die Person damit leben kann, dann ja. Wenn das für die Person aber voll das No-Go ist und gar nicht geht und wie auch immer, dann nein. Aber dadurch, dass ich halt so diese Vlogs drehe und sonst was, ist es natürlich schön, wenn mein Partner dann ebenfalls darin zu sehen ist und auch sogar Spaß dran hat und vielleicht auch mal selber die Kamera in die Hand nimmt und sowas. Aber es ist natürlich, also es wäre so das i-Tüpfelchen, wenn das nicht ist, dann ist es halt nicht so. Wenn mein Partner, mein Zukünftiger, gar nicht in den Videos zu sehen sein wollen würde, dann würde ich es auch respektieren. Aber ich glaube von meiner Seite aus schon nicht sofort. Aber wenn ich weiß, okay, das ist jetzt was richtig Ernstes und so, wir ziehen zusammen oder keine Ahnung, dann wahrscheinlich schon. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil ich liebe es auch. Ich liebe es, mir auch diese Videos anzugucken. Das sind voll die Erinnerungen. Ich liebe das einfach so, weil jetzt könnte vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber dann, wenn man sich trennt, muss man alles löschen. Dies, das muss ich ja jetzt auch. Aber ja, dann ist es halt so, juckt. So, mein Gott, die Wege trennen sich, wir sind erwachsene Menschen. So, es ist jetzt nichts Krasses irgendwie, wisst ihr? Dann eine interessante Frage. Hast du mit dem Besitzer des Feuerzeugs noch Kontakt? Leute, dieses Thema schreit nach einem Storytime. Aber das kann ich erst machen, wenn ich ausgewandert bin, wenn ich hier weggezogen bin, weil man weiß ja nie. Ein bisschen paranoid und nachher werde ich hier noch heimgesucht oder so. Aber das schreit wirklich nach einem crazy, crazy Storytime, weil Leute, sowas ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Thema, ob ich bereit bin für was Neues. Diese Sache mit dem tollen Besitzer des Feuerzeugs, der sich den Arsch aufstecken kann, diese Phase hat mich sehr, sehr, sehr auseinandergenommen, sehr, sehr erschüttert, sage ich mal. Und das ist noch nicht so lange her. Und deswegen würde ich gerade sagen, halt noch nicht 100%, weil ich das noch verarbeiten muss, weil das so eine Klatsche war. Das war so ein Schlag in die Fresse. Sowas kannst du keinem erzählen. Und das würde ich euch gerne erzählen, das werde ich euch auch irgendwann erzählen, aber ja, so eine Sache, also wirklich, das glaubt mir keiner. Und jeder hätte daran zu knabbern gehabt. Und bis ich das nicht 100% verarbeitet habe, will ich gar keine andere Beziehung eingehen, auch wenn ich vielleicht grundsätzlich bereit gewesen wäre. Aber ich will kein Prozent irgendwen anders in meinem Kopf haben. Ich will zu 100% mit mir selber im Reinen sein und reinen Gewissens sagen können, ich kann mich zu 1000% auf die nächste Person fokussieren und konzentrieren, weil ich will weder die Person noch mich selber verarschen. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Das machen viele. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, wie man, wenn man die letzte Beziehung oder die letzte von mir aus Affäre oder whatever Kennenlernphase, whatever, noch nicht 100% verarbeitet hat, wie kann man dann in was Neues reingehen? Also jemand Neues kennenlernen, okay, kein Problem, mache ich jetzt auch. Aber was Festes eingehen, I don't get it. Also das könnte ich nicht. Da sträubt sich mein ganzer Körper gegen. Das funktioniert nicht. Reihenfolge, wer am reifsten und unreifsten ist von deinen Mädels. Ey, diese Frage ist richtig, richtig asozial. Diese Frage werde ich auch nicht beantworten. Aber ich finde die Frage krass. Und ich fände die irgendwie voll gut für so ein State or Shotted oder sowas. Würdest du dich einsam fühlen, wenn deine Schwester nicht bei dir wohnen würde? Übrigens, die müsste jetzt jeden Moment eigentlich kommen. Aber nein, ich würde mich nicht einsam fühlen, weil ich kenne das ja, alleine zu wohnen. Ich habe jahrelang alleine gewohnt und deswegen wäre das für mich nicht. Also, nee. Ich würde mich nicht einsam fühlen. Was ist dein Lieblingssternzeichen? Also, das kann man so gar nicht pauschal sagen. Ich kann nicht sagen, boah, dieses Sternzeichen mag ich am meisten. Das, was ich nur sagen könnte, ist, mit welchem Sternzeichen ich mich im Schnitt am besten verstehe. Aber es kommt ja auf so viele mehr Sachen an als nur das Sternzeichen. Deswegen ist diese Frage sehr schwer zu beantworten. Aber ich sag mal so, die meisten meiner Freundinnen waren irgendwie Löwe oder sind Löwe. Ich habe viele Löwe-Freundinnen. Ich selber habe ja auch viele Leo-Placements. Ansonsten, ich würde am ehesten, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich, also wenn ich nur eins sagen dürfte, würde ich tatsächlich Löwe sagen. Ja, ich glaube, ich würde Löwe sagen. Und ich liebe Mädels mit Löwe Venus oder Löwe Mars, weil mit denen kann ich mich auch krass identifizieren, auch so wegen Love Language und so. Meistens haben wir dieselben Erwartungshaltungen an eine Beziehung. Da habe ich nämlich auch zwei Mädels in meinem Kreis, drei sogar, wo wir so voll gleich ticken. Ja. Schreibt mal euer Lieblingssternzeichen in die Kommentare. Wie viel hast du abgenommen? Also seit letztes Jahr, also genau seit einem Jahr, habe ich circa 6 Kilo abgenommen. 5, 6 Kilo, aber das schwankt halt auch immer wieder. Dann wiege ich wieder ein, zwei Kilo mehr.
Wieder ein Kilo weniger, wieder ein Kilo mehr. Also bis 58 geht's hoch. Und ich habe 63 gewogen, also 5 Kilo safe. Wahrscheinlich aber eigentlich sogar mehr, weil ich ja trainiere und Muskeln sind ja schwerer als Fett. Also man sieht schon, dass mein Körper sich stark verändert hat. Ich versuche die ganze Zeit so alte Videos und sowas rauszusuchen. Und gucke auch manchmal so alte Vlogs, weil ich habe die auch noch alle auf mein, also auf privat, von meinem alten Dingens da. Vlog-Kanal. Aber ich habe mich da so schlau. Ich hab mich so schlau angestellt und die ganze Zeit so meinen Körper kaschiert. Das ist krass, man kann das kaum erkennen. Und ich kann mich auch noch ganz genau an dieser Zeit erinnern, wo ich auch voll oft meinen Bauch und sowas weggeschnitten habe, weil das einfach scheiße aussah und weil mir das unangenehm war. Und dann habe ich es einfach weggeschnitten. Also so mehr so einen Zuschnitt gemacht, damit man nicht so viel von meinem Körper sieht in dem Bild. Ich kann mich noch voll daran erinnern. Deswegen kann ich gar kein richtig krasses Vorher-Nachher zeigen. Das ist voll traurig eigentlich. Ich gucke sowieso nicht so krass auf das Gewicht, eher wie ich aussehe. Und ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn ich in den Spiegel schaue, egal wie viel ich wiege. Ich fühle mich einfach nur sexy as fuck. Und das ist halt ein ganz neues Lebensgefühl und man fühlt sich fresh, man fühlt sich fit, man fühlt sich nice. Wobei ich sagen muss, ich hatte gestern ja meine erste Pole Dance Stunde und da habe ich ein Video aufgenommen und da fand ich jetzt, dass ich nicht so gut in Shape aussah auf dem Video. Egal, kommt noch. Dieses Jahr ist mein Jahr. Ich werde ja auf jeden Fall weiter Sport machen und alles deswegen. Wie oft machst du Sport? Welche Übungen machst du dann immer? Ich will definitiv, definitiv, definitiv ein komplettes Video nur zum Thema Sport machen. Aber irgendwie zurzeit gestaltet sich das so ein bisschen schwierig, weil sehr viele Leute im Fitnessstudio sind und ich weiß nicht, ich finde irgendwie nicht den passenden Augenblick, wo ich filmen kann, wo dann keine Leute da sind. Und ich mache auch eigentlich, also ich mache nichts Besonderes, es ist kein Hexenwerk, ich habe keine Zauberformel oder sonst was. Es ist ganz normal einfach trainieren gehen. Ich mache keine besonderen Übungen. Ganz normale Übungen, wie man die auch bei TikTok und sonst wo sieht. Nichtsdestotrotz werde ich das trotzdem einmal irgendwann mitfilmen. Und ich lasse es. Es waren wieder sehr, 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 sehr viele Fragen bezüglich Ex-Freunden, bezüglich Trennung, bezüglich keine Ahnung was dabei. Sehr, sehr viele Fragen, hauptsächlich diese Fragen. Aber ich dachte mir, neues Jahr, neues Glück, neues Kapitel. Das Thema ist abgeschlossen. Ich werde nicht mehr darüber sprechen. Ich habe eben die Frage beantwortet, wie es mir geht. 10 von 10, super top, bla bla bla. Ich habe auch erzählt, Besitzerfeuerzeug, dies, das. Deswegen kann man sich ja schon vorstellen, dass das andere Thema für mich komplett abgehakt ist. Deswegen werde ich auch darüber nicht mehr sprechen. Ich würde mich auch freuen, wenn dazu auch keine Fragen mehr kommen. Nicht, weil ich das nicht lesen kann, aber einfach, weil es halt unnötig ist, weil ich darauf eh nicht mehr eingehen werde. Achso, ich habe gar nicht beantwortet, wie oft ich Sport mache. ich versuche dreimal die Woche. Eigentlich würde ich sogar gerne öfter gehen, aber ich gehe auch dreimal fest die Woche tanzen und seit gestern auch noch einmal die Woche Pole Dance. Also ich gehe montags zu Heels, dienstags zu Pole Dance, donnerstags zu Dance Hall, freitags zu Hip-Hop und in der Zwischenzeit noch dreimal ins Gym. Ich denke, das reicht erstmal. So, Mittwoch heute ist so der einzige Tag, wo ich nichts machen muss. Kerstin! Ah, ey, diese Begeisterung. Hallo. Ich drehe ein Video. Aber ich mir wurde die Frage gestellt, wie lange wir zusammen wohnen werden. Ich denke mal, bis ich mein Geld verdiene und ausziehe. Ich habe gesagt, wenn sich nichts ändert, so, dann Ende offenmäßig. Und wenn sich jetzt irgendwas Gravierendes ändern sollte, dann zumindest. Dann werde ich wieder abgeschoben zu meinem Nee, Papa. nee, nee, nee. Dann zumindest, bis du halt dein eigenes Geld verdienst und dir eine eigene Wohnung leisten könntest. Und wie läuft dein Leben so? Ja, Leben lang super. Zusammenleben ist toll. Das Zusammenleben läuft gut. Ja. Wir haben so die eine oder andere Reiberei, aber das klärt sich, ne? Ja. Weil wir darüber reden. Communication is the key. Genau. Aber mein restliches Leben ist aktuell ein bisschen stressig. Ah, ja, wegen Praktikum. Genau. Das ist Natur, das ist normal. Genau. Aber bald ist es wieder schön. Aber abgesehen von Praktikum, Abgesehen vom Praktikum ist happy? super. So, ich beende jetzt das Video an der Stelle. Ich bin wieder eine halbe Stunde zu spät, aber ist egal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, dieses kleine Live-Update. Ihr könnt mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ich so in Zukunft noch für Videos drehen kann. Vielleicht auch Vorschläge, was ich mit Kerstin so machen könnte. Weil zurzeit bin ich so ein bisschen ratlos, planlos. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.